In dieser Hütte soll es also beginnen, unser neues Abenteuer in der nordnorwegischen Einsamkeit bei bitterkalten minus 20 Grad. Hier oben, weit hinter dem nördlichen Polarkreis, wo die Sonne im Winter nicht mehr über den Horizont ragt, wo die Dunkelheit den Tag bestimmt, wo Schlittenhunde über die verschneiten Felder laufen, wo Nordlichter am Himmel tanzen, wo Wale im eiskalten Meer nach Heringen jagen. Hier wollen wir bleiben. Wir wollen so lange bleiben, bis die Sonne im neuen Jahr wieder zurückkommt. Wir wollen am eigenen Leib erfahren, wie wir mit der Dunkelheit, der Einsamkeit und der Kälte zurechtkommen und welche Hürden ein Leben unter diesen extremen Bedingungen mit sich bringt. Die Anreise zu unserer Hütte beginnt in Oslo. Hier haben wir vor einigen Tagen unsere Radreise rund um Skandinavien beendet. Die Videos dazu kennt ihr ja bereits. Genau auf dieser Reise ist auch der Traum vom hohen norwegischen Norden entstanden. Als wir im Sommer zum Nordkap fuhren, stellten wir uns vor, wie es wohl wäre, den Winter hier zu verbringen. Und jetzt, nur wenige Monate später, stehen wir kurz davor, diese Vorstellung mit der Realität zu tauschen. Well done. Well done, ja. Yeah. Jetzt müssen wir die Räder einpacken. Unsere Fahrräder, sie nehmen wir mit in den Norden. Vermutlich werden sie die einzige Möglichkeit sein, unsere neue Umgebung zu erkunden. Wir fliegen von dem herbstlichen Oslo in die tief winterliche Stadt Tromsø. Es ist bereits dunkel, die Wege sind vereist und wir beschließen, eine Nacht hier zu bleiben. Mit dem öffentlichen Bus, der nur dreimal die Woche in unserer Region fährt, setzen wir die Reise fort. Dann wird es langsam real. Nach 2 Stunden Busfahrt lässt uns der Busfahrer mitten im Nirgendwo aussteigen. Hier sollen wir also bleiben, so ganz allein. Wir haben uns gerade auf den Weg gemacht, um die Gegend zu erkunden. Und es ist einfach so arg, wir gehen da gerade an der Straße entlang, die ist spiegelglatt. Also es ist wirklich eine Eisfläche. Und wir haben in der Hütte solche Spikes. Und es funktioniert so gut, ich habe zwar noch gar recht kein Vertrauen, weil der Kopf sagt, es ist eisig, du rutscht aus, aber man rutscht nicht aus. Ist gewöhnungsbedürftig, aber ist heute Bombe. Und wie spät ist es jetzt? Es wird so 2:30 sein circa. Ja, es ist einfach früher Nachmittag und es ist schon so dunkel schon wieder. Heute ist der 11. November und am 21. November geht die Sonne nicht mehr auf. Das heißt, es sind jetzt die letzten 10 Tage, wo die Sonne nur über den Horizont kommt. Und aber das Wetter ist nur so schlecht, dass man von der Sonne nichts sieht. Ab und zu mal vielleicht zwischen die Wolken, dass es so ein bisschen heller ist, aber... Ja, und der Wetterbericht sagt aber die ganze Woche eigentlich eher schlecht dann. Ich bin gespannt, ob wir die Sonne mal sehen oder ob unsere Polarnächte eigentlich jetzt schon angefangen haben. Um für die bevorstehenden Polarnächte und die damit einhergehenden eisig kalten Temperaturen gewappnet zu sein, müssen wir uns gut vorbereiten. Erste Priorität hat das Feuerholz, um unsere Hütte zu beheizen. Die Hütte ist zwar mit einer Stromheizung ausgestattet, aber unser Gefühl sagt uns, dass wir uns bei minus 20 Grad nicht darauf verlassen sollten. Darüber hinaus ist die Stromversorgung bei Unwetter nicht sonderlich stabil. Wir machen uns also an die Arbeit und beginnen, umgeknickte Bäume auf unserem Grundstück zu fällen. Also kurz Workout. Thank you.
Neben dem Feuerholz müssen wir noch eine weitere Vorkehrung treffen. Unsere Räder müssen winterfest gemacht werden. Weil hier alle Straßen vereist sind, brauchen wir Spikes, um überhaupt fahren zu können. Was wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen, die Temperaturen sinken so tief, dass Fahrradfahren beinahe unmöglich wird. Und während wir die ersten Tage nur schlechtes Wetter hatten und die Wolken tief am Himmel an uns vorbeizogen, reißt völlig unerwartet der Himmel über uns auf. In diesem Moment spüren wir zum ersten Mal die Magie des hohen Nordens. Wir haben heute den 27.11. und heute ist der letzte Tag, wo die Sonne aufgeht. Wo die Sonne über den Horizont geht. Ja, genau. Aber man sieht ja ganz gut im Hintergrund, die Sonne ist zwar über dem Horizont, nur es sind lauter Berge für uns im Horizont, deswegen geht für uns die Sonne heute nicht mehr auf. Aber es ist trotzdem traumhaftes Wetter. Ja, und ein wunderschönes Licht, oder? Es ist so orange und vorher waren da hinten ein paar Wolken, die sind so pink angeleuchtet worden. Dann, ist echt links von uns leuchtet nur der Mond. Es liegt Schnee, es hat so minus 15 Grad oder was. Saukalt. Ja. Ja, es ist echt so richtig friedlich und einfach so eine schöne Stimmung. Ja, es ist so, so ruhig, so einfach angenehm, ja. Wir genießen es sehr. Diese Stille und es ist einfach traumhaft schön. Also ich habe ja schon manchmal zu kämpfen ein bisschen mit der vielen Finsternis. Aber wenn man dann eben so einen Tag hat wie jetzt so, oder so ein Wetter hat, man kann draußen sein, dann ist schon ziemlich cool. Und es ist voll wichtig, dass man eben rausgeht, obwohl es vielleicht, auch wenn es einmal schier ist oder so, aber wir merken vorher, es tut uns einfach beiden richtig gut, wenn man rausgeht, die frische Luft und sie bewegt, Sport macht. Ja. Und was ja auch voll cool ist, ist ja voll lang diese Stimmung. Also es ist nicht wie bei uns, dass man sagt, jetzt ist gleich finster, also wie in Österreich, wo dann die Sonne, wenn sie mal so tief ist, dass dann ziemlich schnell finster ist. So ist es ja nicht. Das ist jetzt mindestens nur 1 bis 2 Stunden, ist es ungefähr nur dämmerig. Also es ist nicht, es ist erst um 3 finster und jetzt ist es 12:30 oder so. Ja. Also es geht doch eine Zeit lang, dass man noch so Dämmerlicht hat. Und eigentlich fängt es ja um 9 schon an, um 10 vielleicht. Das hell wird, ja, um 9 eigentlich, ja. Also es ist wirklich lang, so dämmerig. Und wenn eben gesagt, wenn einfach keine Wolken am Himmel sind, dann kommt ja wirklich nur Licht durch und dann ist schon voll schön. Ja, wir sind gespannt, wie das wird, weil bis 21. Dezember werden die Tage ja immer nur kürzer. Sind wir echt gespannt, wie viel Licht, dass wir dann da, dass wir da dann noch haben, also wie viele Stunden am Tag. Ja. Wird spannend, ja. Uns fehlen während der dunklen Polarnächte nicht nur das Licht, sondern auch die sozialen Kontakte. Wir lernen in unserem Dorf ganz wunderbare Menschen kennen und trotzdem fällt es uns schwer, in so kurzer Zeit ein enges soziales Umfeld aufzubauen. Für mich wird diese Abgeschiedenheit Woche für Woche schwerer zu ertragen, bis der erste Besuch aus der Heimat anklopft. Reines Eltern werden ab jetzt für 3 Wochen bei uns sein. Ein wahrer Lichtblick. Stolz zeigen wir Ihnen die schönsten Ecken unserer Umgebung, bestaunen gemeinsam die besondere Lichtstimmung der dunklen Polarnächte und beobachten die vielen Huskies beim Ziehen der Schlitten. Draußen hat es mittlerweile minus 24 Grad, unsere Wangen sind gefroren und weil die Tage so unglaublich kurz sind, verbringen wir viele Stunden vor dem warmen Feuer und machen es uns mit vielen kleinen Beleuchtungen in der Hütte gemütlich.
Die Zeit mit meinen Eltern ist auch die Zeit für Ausflüge der besonderen Art. In der Dunkelheit der Morgenstunden ahnen wir noch nicht, was uns heute erwartet. Wir befinden uns auf einem alten Fischerboot, das uns über die raue See in die nächsten Fjorde bringen soll. Mit etwas Glück können wir dort Orcas, Buckelwale und Finnwale in ihrer natürlichen Umgebung beobachten. Auf der Suche nach Nahrung sind sie nämlich den Heringschwärmen bis hierher gefolgt. Die nächsten Tage werden ungemütlich. Der starke Schneefall und die Windböen mit bis zu 80 Stundenkilometern machen das Draußensein gefährlich. Man muss Acht geben vor den herunterfallenden Ästen und auch die Stromversorgung wird bei diesen Bedingungen instabil. Besser vom Wind, aber es ist so wild, dass sie in Tromsø die Brücken schon sperren und wir wollten eigentlich jetzt einen Ausflug machen mit Reines Eltern, die sind gerade da, aber keine Chance, da trauen wir uns nicht raus, die ganze Luft ist voller Pulverschnee und der Strom geht an, aus, also so hartgesottene Norweger haben wir noch nicht, dass wir uns bei den Wetterbedingungen raustrauen. Der Wind lässt nach, dafür schneit und schneit es ununterbrochen. Es schneit tagelang. Wahnsinn, so viel Schnee. Hat jetzt alles in einer Nacht. Oder hat jetzt richtig viel in einer Nacht noch lassen. Sicher 30 cm. Wenn jetzt sogar ein bisschen mehr. Und so vergehen die Tage. Die Lichtstimmung verändert sich täglich und die Polarnächte neigen sich dem Ende zu. Wir beobachten, wie die Welt langsam aus dem Winterschlaf erwacht. Eine wirklich magische Zeit.
heute ist der letzte Abend der Polarnächte. Morgen kommt die Sonne wieder über den Horizont. Und gleichzeitig ist heute sind richtig gute Nordlichter angesagt. Deswegen stehen wir da jetzt in der Finsternis und warten, bis der Himmel aufklart, damit wir hoffentlich die guten Nordlichter auch zum Sehen kriegen. Und dann freuen wir uns natürlich ab morgen wieder auf die Sonne. Hoffentlich ist es bald zum Sehen. Es ist jetzt Ende Jänner und seit circa einer Woche kommt die Sonne wieder auf den Horizont. Allerdings haben wir sehr viele Berge am Horizont, deswegen dauert es natürlich ein bisschen länger bei uns, bis sie zu uns kommt. Und nur dazu haben wir die letzten Wochen nur schlechtes Wetter gehabt, nur starke Wolken und heute war es auch wieder so angesagt. Aber irgendwie, wie durch ein kleines Wunder, ist halt schönes Wetter und wow, es ist einfach... Man könnte halt echt fast heulen vor Freude, dass die Sonne wieder da ist. Sie ist zwar da, es schaut zwar jetzt hinter mir aus, als wäre sie schon über dem Berg, aber sie ist nur immer eine Spur dahinter. Aber trotzdem sind einfach die Berge rund um uns schon angeleuchtet und es ist so traumhaft. Es ist gerade wie Frühlingserwachen bei minus 10 Grad und 1 Meter tiefem Schnee. Also ja, irgendwie total verrückt. Wir haben jetzt wirklich ja, über 60 Tage die Sonne nicht mehr gesehen und zugegeben, es war nicht einfach. Also wir haben wirklich schwere Phasen gehabt, weil es einfach sehr viel dunkel war und sehr viel schlechtes Wetter. Und wenn schlechtes Wetter ist, dann ist es gleich nochmal dunkler. Ja, und es schlägt einfach aufs Gemüt. Das ist, kann man nicht verleugnen. Und ja, ich meine, wir haben wirklich eine traumhafte Zeit bis jetzt da gehabt, aber wie gesagt, es war nicht nur traumhaft und nicht nur einfach, sondern es war eben auch schwer und deswegen fühlt sich gerade dieser Moment der ersten Sonne so wahnsinnig gut an. Auch wenn sie noch nicht so da ist, dass wir schon Schatten werfen, weil wir werfen halt immer nur keinen Schatten. Wir haben jetzt seit 60 Tagen keine Schatten geworfen. Klingt komisch, fühlt sich aber auch komisch an, muss ich sagen. Die Sonne bekommen wir auch am nächsten Tag nicht zu sehen. Stattdessen entdecken wir ein Phänomen am Himmel, von dem wir noch nie zuvor gehört haben. Von unserer Hütte gehen wir hinunter zum Fjord, um die seltene Naturerscheinung genau beobachten zu können. Es sind polare Stratosphärenwolken. Aufgrund ihres Aussehens nennen wir sie aber lieber Perlmuttwolken. Sie können nur bei minus 80 Grad in der Stratosphäre entstehen und die Sonne muss knapp unter dem Horizont stehen. Schon unglaublich, wie eindrucksvoll die Natur im hohen Norden ist. Weil
Weil wir die Sonne nun endlich zu Gesicht bekommen möchten, fahren wir mit dem Bus nach Tromsø. Vielleicht entdecken wir sie ja dort. Doch sie bleibt auch hier hinter den Bergen versteckt. Wir versuchen es mit einer Skiausfahrt. Ist die Sonne vielleicht hier zu sehen? Oh mein Gott. Wie arg ist das Panorama da? Die Sonne ist da! Fast. Ein leichter Schimmer kommt bereits durch. Aber über die Berge schafft es die Sonne auch heute nicht. Morgen. Morgen muss es aber doch endlich soweit sein. Wow. Oh. Wie lange ist es her? Ja, sicher über 60 Tage. Über 60 Tage, ja. Krass. Das erste Mal die Sonne wieder seit so langer Zeit. Es ist so schön. Es ist das erste Mal wieder natürliches Vitamin D und nicht aus der Tablette. Glaubst du, dass unser Körper bei dem schon Vitamin D produziert? Meiner schon. Ich spüre es richtig. Bis einfort. Der Schatten ist zurück, die Lebensgeister erwachen und die Menschen in unserem Dorf erzählen uns, dass genau jetzt die schönste Jahreszeit beginnt. Skitouren gehen, langlaufen oder mit den Fjellski über gefrorene Seen gleiten. All das, so sagen die Norweger, beginnt erst mit der Rückkehr der Sonne. Das können wir uns auf keinen Fall entgehen lassen und wir beschließen, unsere Zeit hier zu verlängern. Aber darüber erzählen wir euch im nächsten Video.